Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Russian Fishing 4 mit dem Underwater Frank. Wir wollen heute mal auf Super Freak und Dinkelsbühler gehen mit Tutti Frutti, Leute. Wir gehen jetzt hier am Spawn los, gehen runter, also nach unten auf der Karte. Ich zeige euch das gleich, wenn wir am Spot sind. Wir gehen jetzt hier quasi am Lagerfeuer vorbei und dann hier weiter runter. So, jetzt sind wir gleich am Wasser. Und dann angeln wir heute mit Tutti Frutti. Mit Tutti Frutti angeln wir heute auf Super Freak und Dinkelsbühlerkarpfen. Hier ist auch schon der Spot. Vielen, vielen Dank nochmal an Ryzen und Rody, die den Spot gestern im Stream geteilt haben. Wir bauen mal auf hier. Ich zeige euch gleich alles. Wir sind jetzt hier bei E8 und angeln hier mit 15 Meter Clip. So, ich hole mal die Routen raus. Machen wir hier mal. Hier habe ich gestern noch mit Zickrig probiert, aber das ist leider noch ein bisschen funktioniert noch nicht so richtig, weil die Wassertemperatur noch nicht richtig angezeigt wird. Deswegen brauchen wir noch nicht mit Zickrig so richtig probieren. So, wir bauen jetzt mal um. Ich habe jetzt immer Hingste Freak genommen. Ihr könnt aber auch eine andere Montage nehmen. Also es ist jetzt so, und dann Monofiles Vorfach 18,1 Kilo, Vierer Haken, 20 Gramm Blei, 18,1 Liter Camo. So, und hier nehmen wir jetzt Tutti Gelb auf die erste Route. Da habe ich sehr gute, also meine höchste Frequenz gestern gehabt. Können hier auch nochmal PVA habe ich hier gestern noch hergestellt. Maismehl, Tutti Frutti Feed Pellet 10, 8, 4 und 6 und Tutti Frutti Aroma. So, und dann hier wie gesagt 15 Meter Clip. Jetzt fängt auch gerade die, also das ist jetzt gerade Nacht, also ich denke, wir werden jetzt wahrscheinlich erst morgens dann ein paar Bisse bekommen. So, ich muss mal wieder die Einholgeschwindigkeit, die Bissanzeige muss ich gleich noch einstellen. Die wollte ich hier ein bisschen leiser machen. So, damit euch das nicht so nervt. So, die zweite Route, da nehmen wir jetzt wieder Hingste Freak, 18 Kilo Vorfach. 40 cm habe ich jetzt mal genommen. Und hier machen wir jetzt Tutti Frutti 15 Pop-Up und Tutti Frutti Gelb. Tutti Frutti ist schon drauf, der Dip. Und dann hier wieder zack. Und wir nehmen mal nachher irgendwann das PVA runter, so nach 10, 15 Auswürfen würde ich das PVA mal runternehmen. So, 15 Meter Clip. So. Wie gesagt, da kommt jetzt bald wahrscheinlich ein Patch, wahrscheinlich Anfang nächster Woche, der die Wassertemperatur dann patcht, damit das Hingste Freak auch richtig funktioniert. Der hat ja auch ein paar Bugs noch. Zum Beispiel, dass die Lautstärke von dem Bissanzeiger sich immer wieder resettet bei jedem neuen Login. Ich denke, das werden die auch noch fixen und noch ein paar andere Bugs wahrscheinlich. Ach, was machen die doch? Hier passt, okay. So, 15 Meter Clip. Jetzt wäre halt ein Stuhl mit Regenschirm geil. Ne, vielleicht kommt da ja irgendwann mal ein neuer Stuhl mit Regenschirm. So, erstmal Stuhl rausholen hier. Zack. So. Dann bauen wir noch ein paar Lampen auf hier. Und wie gesagt, ich schneide dann auf jeden Fall gleich mit ran. Sobald wir hier die ersten Bisse haben. Ich denke, das wird morgens auf jeden Fall gleich denn losgehen. So. Camp ist gleich aufgebaut hier. Ja, da wäre jetzt halt ein Regenschirm gut hier. Gut, ich schneide auf jeden Fall ran, sobald hier die ersten Bisse kommen. Bis gleich. So, da kommt auch schon der erste Biss hier mitten in der Nacht. Oh. Ja, das könnte schon wieder so ein Super Freak oder so ein Dinkelsbühler sein. Gucken wir mal. Jo, da kommt ein Super Freak, Leute. Der erste Super Freak des Tages. Ah nee, ein Dinkelsbühler, stimmt. Dinkelsbühler Spiegelkarpfen.
6,7 Kilo. Schöner Fisch. Nehmen wir mit. Aber wie gesagt, Tutti Frutti Gelb, die wird hier, die Route wird hier am meisten funktionieren. Das ist so, ja, der hohe Frequenzköder hier. So. Oh, da kommt der nächste Zuppler. Oh, auf 15er Tutti Frutti Pop-Up. Gucken wir mal, was da jetzt kommt. Wie gesagt, 18er Tutti Frutti Pop-Up kann ich euch nicht empfehlen. Da habe ich kaum Bisse gehabt. Also das würde ich euch... Oh, ein Dinkels... Oh. Dinkelsbühler Lederkarpfen, der ist sogar sehr selten, lol. Hier müssen wir ein bisschen höher stellen. Dinkelsbühler Lederkarpfen, schön. Ah, da kommt nochmal... Ist das ein Spiegler oder ein Zeiler? Also, die sehen so ein bisschen ähnlich aus, oder? Also, das ist ein Spiegler, okay. So, also haben wir auf jeden Fall schon mal die ersten schönen Fische hier gefangen. Das läuft doch schon mal. Wir haben jetzt einen Spiegler, ein Leder. Leder ist sogar sehr selten. Krass, das wusste ich gar nicht. Und noch ein Spiegler. Und Zeil ist, glaube ich, selten. Übrigens, Dinkelsbühler Zeilkarpfen ersetzt hier auch zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier euch noch der Goldkarpfen oder der goldene Spiegler oder so fehlt, könnt ihr jetzt hier zum Beispiel auch einen Dinkelsbühler Zeilkarpfen fangen, um die Aufgabe hier fertig zu machen. Also ihr habt jetzt sozusagen 6 Möglichkeiten, die Aufgabe fertig zu machen. Ne, hier bei Carpfishing Herausforderungen die letzte. So, mal sehen, wann der nächste Biss kommt. So, nächster Fisch auf Tutti Frutti 15. Gucken wir mal. Und da kommt ein Dinkelsbühler, glaube ich. Spiegler. Ich bin mal gespannt, ob wir den Zeiler hier auch noch fangen. So, nächster Biss. 7 Uhr. Gucken wir mal. Jetzt kommt der fünfte Fisch. Ah, nochmal ein Dinkelsbühler, glaube ich, hier. Den Spiegler, wa? Ja. So, 5 Fische haben wir jetzt in 12 Minuten. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt da ist. Es ist jetzt halt gerade Regen. Kann sein, dass das jetzt auch ein bisschen kühler ist. Vielleicht nicht so gut. Müssen wir nochmal sehen, wie jetzt die Bissfrequenz wird. Am Tag. Allein jetzt hier schon die Natur und die Geräusche hier genießen. Und dann hier schön auf dem Stuhl sitzen mit dem Rodpot. Also das macht schon echt was her. Ne, wenn jetzt in Zukunft vielleicht noch mehr Sachen dazu kommen, was weiß ich, ein kleiner Campingkocher oder Lagerfeuer oder vielleicht auch ein kleiner Regenschirm oder sowas, da wäre ich auf jeden Fall sehr fein mit, wenn sowas in Zukunft vielleicht noch kommen wird. Also mir gefällt das Gewässer so von der Atmosphäre sehr, 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 sehr gut. Wie gesagt, man muss jetzt erstmal rausfinden, auch mit dem Zickrig und so, wenn das mit der Wassertemperatur, das steht jetzt halt immer konstant normal. Normalerweise müsste sich das auch ändern, ne? Dass es kalt, warm oder sowas anzeigt, ja. Das wird auf jeden Fall jetzt Anfang nächster Woche, denke ich, gepatcht. Und dann können wir auf jeden Fall mit Zickrig mal richtig loslegen. Weil das Ding ist, bei Zickrig ist halt das Thema, das hatte Tobi auch im Forum, der hat da einen Thread aufgemacht, wo er Zickrig erklärt. Und da steht halt drin, dass wenn zum Beispiel kälter ist, dass die Fische dann eher an die Oberfläche kommen, weil es da halt wärmer ist. Und wenn es halt wärmer ist, gehen die Fische halt eher in die Tiefe. Ne? Und deswegen müsste man das Zickrig jedes Mal mit der Vorfachlänge einstellen, wenn man weiß, welcher Köder jetzt ungefähr läuft. Und wenn man dann rausbekommt, meinetwegen man hat jetzt 3 Routen, alle haben 50 cm unterschiedliche Tiefe, also meinetwegen 50 cm, 1 Meter und 1,50 Meter, ja, also bis 1,50 Meter geht es ja maximal. Und dass man so die 3 unterschiedlichen Tiefen rausbekommt, wo die Fische sind und dann die Routen dementsprechend mit der Vorfachlänge umbaut, um alle 3 Routen dann in der gleichen Tiefe zu angeln. Aber solange man halt nicht weiß, ob es gerade kalt, warm oder normal ist, kann man das halt ja, jetzt noch nicht so richtig nutzen. So, nächster Biss. Auf. Oh, na, ich habe die falsche Route.
Wieso habe ich jetzt verdrückt? Nein. Okay, da ist er. Einmal verdrückt. Und was kommt da jetzt? Noch so ein Winkelsbühler. Der Karpfen. Nochmal kurz gucken. Hier habe ich jetzt ein bisschen eingekurbelt. Ich hoffe, dass er trotzdem noch auf dem Spot liegt. Aus Versehen die falsche Route gegriffen. So, da kommt der siebte Fisch. Da kommt der erste. Oh, Dinkelsbühler Teigkarpfen. Das ist ja mein Zielfisch, ne? Das ist ja mein Zielfisch. Ich glaube, die werden richtig groß. Also der Dinkelsbühler Spiegler, der war ab 30 Kilo, war der noch nicht Trophy, Leute. Also die werden, glaube ich, richtig groß hier, die Dinkelsbühler Karpfen. Und da jetzt. Das könnte hier so ein Superfreak sein, oder? Ja, das ist ein Superfreak, glaube ich, Leute. So, da haben wir alle Zielfische gefangen, würde ich sagen. Alle Zielfische gefangen. Mal gucken. Oh, der bringt schon gut in der Happy Hour, ne? 9,7 C2 Superfreak. 59.000 XP. Sehr schön, Leute. Also hier bin ich sehr zufrieden. Vielen, vielen Dank nochmal an Ryzen und Rody gestern im Stream, die das nochmal geteilt haben. Danke, danke, danke. Sehr cooler Spot hier. Oh, 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 oh. Wir haben wieder Bremse, Leute. Eieieiei. Oha, Leute. Jetzt haben wir einen dicken Fisch hier. Na, der ist schon ein bisschen größer jetzt. Boah. Na, der hat Bock, Alter. Der hat doch mal Bock. Ja, moin, Alter. Alter, was ist das für ein Fisch, Alter? Ich nehme die Bremse noch einen höher. Aber knapp, ne? Eieieiei. Der hat Bock, Leute. Das ist mal ein großer Fisch jetzt. Könnte mein größter Dinkelsbühler oder Superfreak sein. 40 Meter hier. Der hat noch Bock. Der hat, glaube ich, noch Bock. Na, mal sehen, wie groß der ist. Boah. Den lassen wir jetzt einfach schwimmen. Wir haben genügend Schnur drauf hier. Ja, da sehen wir noch nichts. Der ist noch in den Tiefen. Aber der hat mal Bock, ey. Weiß auch gar nicht, ich glaube Superfreak ist, glaube ich, mit 30 schon Trophy, aber die Dinkelsbühler glaube ich nicht. Die sind noch größer. Jeder Zentimeter zählt, Leute. Mal schön Kaffee nebenbei trinken hier. Der hat mal Bock, ey. Bin gar nicht bewegt hier. Wie so ein Stein. Immer noch 45 Meter hier. Ah, jetzt haben wir 40 Meter. Wir gehen so langsam rein, ne? Ah, der könnte schon 20 plus haben. Und auf jeden Fall von den neuen Fischen mein größter sein. Also Spiegler habe ich hier schon 24,9 gefangen. Auch schon dicht am Trophy dran. Jetzt bin ich mal gespannt. Was da jetzt? Oh, 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 er hat nochmal Bock, er hat nochmal Bock. Wie gesagt, mit 15er Pop-Up ein bisschen größere Fische. 18er Pop-Up, so die Frutti, läuft hier bei mir gar nicht. Habe ich so gut, also habe ich noch gar keinen Biss drauf gehabt.
Jetzt kommt er aber. Jetzt haben wir gleich 30 Meter. Jetzt zieht er wieder. Jetzt zieht er wieder. Na, da bin ich mal gespannt, wie groß der jetzt ist. Vielleicht haben wir noch 30 Meter wieder. Wie gesagt, geht aber nicht zu doll in den roten Bereich rein, weil wenn er manchmal schlägt, dann geht die Spannung auch nochmal ein bisschen über das, also da, wo er jetzt bei der Bremse ist. Und nicht, dass er dann bei euch an den Rand kommt. Also, wie gesagt, maximal am Anfang des roten Bereichs. Ihr müsst aber natürlich auch wissen, wie viel Getriebelast eure Rolle hat und wie stark eure Rute ist, dass ihr mit der Schnur und dem Vorfach nicht über die Getriebelast der Rolle geht und nicht über die Tragfähigkeit der Rute, ne? Das ist immer ganz wichtig. Die Getriebelast der Rolle, da gibt es so einige Seiten, wo man das so nachlesen kann. So die meisten Rollen, sage ich jetzt mal. Ihr könnt auch einfach bei Google eingeben, R4 Sheet, also S-H-E-E-T. Und da ist auch nochmal eine Übersicht der ganzen Rollen, die es so gibt und was die für eine Getriebelast haben. Also wie gesagt, Getriebelast ist nicht die Bremskraft, ne? Oh, jetzt zieht er wieder, ich krieg die Krise. 20, oh, der war doch gerade so schön dicht hier. 20 Meter hatten wir ihn schon. Mal sehen, was da jetzt kommt, ey. Bin ich echt mal gespannt. Drillen jetzt schon seit 5,5 Minuten, Leute. Ist schon kein schlechter Fisch, ne? Haben sie hier auf 26 mit der Evia. Auf 15 Meter, jetzt müssten wir ihn gleich sehen. Jetzt müssten wir ihn gleich sehen. Jetzt haben wir gleich 10 Meter. Jetzt müsste er langsam nach oben kommen hier. Da kommt was. Oh, bitte kein Spiegler jetzt. Ist es ein Spiegler? Oh, er sieht aus wie, oder? Das ist ein Dinkel, das ist ein Dinkelsbühler. Ein Dinkelsbühler, was ist das hier? Ein Leder oder was? Das ist ein Leder? Oder ist... Nee, ein Superfreak ist das nicht, ne. Was ist das? Ich glaube, ein Dinkelsbühler Leder ist das. Auf jeden Fall mein größter hier. Die habe ich auch noch nicht so häufig gefangen. Ich glaube, die werden auch richtig, richtig groß, ey. Das ist, glaube ich, ein Dinkelsbühler Leder. Krass. Mal gucken. Oh, 24,5. Guck mal. 385.000 XP. Ha! Alter Verwalter. Junge, was geben die denn an XP? Ist auch halt sehr selten, ne? Krass, Alter. Krass. Junge. Was für ein Fisch. Ja, wie gesagt, jetzt hier auf 15er. Tutti Frutti Popper, Tutti Frutti Gelb, Tutti Frutti Dip. Der PVA hatte ich ja am Anfang schon mal gezeigt. Ich kann es euch gerne hier nochmal zeigen. Einfach Maismehl, Tutti Frutti Feed Pellet 10, 8, 4 und Craft Beer Tutti Frutti 6 Pellets und Tutti Frutti Aroma. Krass, Alter. Was für ein Fisch, ey. Boah. Ich weiß gar nicht, ist der hier schon. Guck mal, Deutschland. Dinkelsbühler Lederkarpfen. Hier oben, ne? Ah, sind schon deutlich größere gefangen worden. 26,7 in Deutschland der kleinste. Guck mal hier. Tutti Frutti Rot. Sahne Weiß, Tutti Frutti 14 Pop-Up, Kaviar Pellets 18 und Tutti Frutti Rot. Aber geiler Fisch, Alter. Geiler Fisch. So, da kommt schon der nächste Tuppler wieder auf Tutti Frutti 15 hier. 9 Fische haben wir bisher, aber hat sich schon gelohnt, Leute. Gerade jetzt mit dem letzten Fisch. Oh, hat nicht gebissen. Komm, beiß noch. Jetzt. Aber nur neue Fische hier, ist geil.
Nochmal ein Dinkelsbühler-Lederkarpfen. 60.000 XP. Alter Verwalter. Die werden, glaube ich, auch gut Silber bringen. Jetzt haben wir sehr schön gefangen hier, ey. Ohne Witz. Das war echt super, ey. Da kann man sich nicht beschweren. Jetzt müssen wir langsam eigentlich anfangen, mal das PVA runterzulassen, ne? So, nächster Biss auf vor die Gelb. Das, ab und zu sind hier mal ein bisschen Bisspause. Jetzt kommt so langsam der Abend. Aber ich denke trotzdem, dass wir hier sehr gut gefangen haben. Wenn wir jetzt nur 11 Fische haben in 39 Minuten. Aber dafür haben wir halt auch ja, sehr schöne, besondere Fische. So, nächsten Zuppler, mal gucken. Also wir bleiben auf jeden Fall bis zum Abend hier noch stehen, bis die Happy Hour vorbei ist und dann gehen wir auch nochmal verkaufen. PVA habe ich jetzt immer noch dran gelassen, jetzt bei 11 Fischen. Weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt runternehmen muss. Ich meine, ich weiß ja halt nicht, wie schnell man hier überfüttert an dem Gewässer, aber wir hatten gestern mal so im Stream so ungefähr 10 PVAs kleine. Sollte das eigentlich dann. Jetzt hat er aber gebissen. War zu klein. Zu klein. Ein Babyspiegler hier. Einige haben ja auch schon mit 20 Meter Clip geangelt. Habe ich jetzt noch nicht so viel probiert. Der läuft 15er bei mir ganz gut. So, nächster Zuppler. Oh. Da hören wir doch schon wieder die Bremse. Oh. Was ist hier schon wieder los? Am Kupfersee. Der nächste gute Fisch, Leute. Und ich glaube, die werden alle so 30 Kilo plus hier auf die Fische, die wir gerade gehen, oder? Also aber wenn hier wirklich mal ein Trophy beißt, eieieiei. Ich meine, wir werden den schon rauskriegen, aber es wird halt schon auch gut dauern. Und ich glaube, der Drill, ich schätze mal so 10 bis 15 Minuten Minimum, oder? Für einen 30 Kilo Fisch hier. Je nachdem natürlich, mit welchem Equipment man angelt, aber ich glaube, das kann hier schon. Also ich glaube, wenn wir hier wirklich einen richtig dicken Fisch haben. Also wenn der Dinkelsbühler Spiegler ab 30 noch nicht Trophy ist, ne? Der Superfreak, der ist ja ab 30 schon Trophy. Da bin ich mal gespannt, wie lange da so ein Drill dauert. Mit so einem 30 Kilo plus. Und wenn ich das mal mit dem Bärensteinsee vergleiche, wann fängt man da mal, sag ich jetzt mal, so 30 Kilo plus, sag ich mal, ne? Aber der ist schon nicht schlecht, der Fisch hier. Meter noch. Mal sehen, was da jetzt kommt. Hoffe ja nochmal auf einen dicken Superfreak hier. Oh, alter, hallo. Da dreht er mal jetzt mal ein bisschen hier. Dreht er ein bisschen auf, ne? Dann gehen wir nachher, wie gesagt, verkaufen. Ich angle jetzt hier den Abend noch zu Ende. Wenn die Happy Hour vorbei ist, dann gehe ich verkaufen, schneide ja nochmal mit ran, wie viel Silber wir da verdient haben. Ja, 15 Meter noch, der kommt jetzt so langsam, glaube ich. Ja. 10 Meter, jetzt müsste er gleich zu sehen sein. Ja, was haben wir da? Ist das wieder so ein Superfreak? Ja, sieht so aus, ne? Oder? Ja, der Irokese, ja. Das ist ein Superfreak. Schön. Ja, könnte mal ein größter Superfreak sein. Ich glaube wirklich, der ist auch erst so ab 30 Trophy, glaube ich. Erstmal eine gute hochbekommen hier. Erstmal hochbekommen. Eieiei, der ist schon gut, ey. Der ist schon gut, ey. Eieiei. Mal gucken, wie groß der jetzt ist hier. Oh, 20,9. Guck mal, nochmal 128.000 XP. Sehr schöne Fische, Leute. Sehr, sehr schöne Fische. Also da kann man sich nicht beschweren hier an dem Spot.
Auch wenn wir jetzt nur in Anführungszeichen 13 Fische gefangen haben, aber was wir halt für Fische gefangen haben. Ich bin sehr gespannt, was unser Silber am Ende sagt. Also wie gesagt, wenn jetzt nichts Besonderes mehr beißt, schneide ich dann nur noch zum Kescher-Verkaufen ran. Da ist ja jetzt auch schon die Happy Hour gleich rum. So, Happy Hour ist vorbei. Wir gucken mal kurz im Kaffee vorbei, ob wir da irgendwas abgeben können. Haben wir, glaube ich, nichts davon. So, jetzt am Fischmarkt. Ich bin gespannt. Also ich habe, glaube ich, über 1 Million XP gemacht. Also locker über 1 Million. Und wir haben jetzt verdient 524 Silber in der Happy Hour. Das ist doch okay. Ich gucke mal gerade, was der wertvollste Fisch hier ist. Ja, der Dinkelsbühler Lederkarpfen 164, der Superfreak 95. Hier nochmal der Leder. Ja, die Leder bringen halt am meisten Geld, die Spiegler nicht so viel. Aber war, ist doch okay, ne? 524 Silber nehmen wir mit. Haben wir doch gut verdient. So, dann verkaufen wir. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.